Nahkampf einsetzen kann. Somit. Gut, ausführen. Hat jemand Steine, hast du die Ausrüstung für den Träger? Weißt du was, ich geb dir einfach meine ganze Ausrüstung. So, ja, aber wie sind mit ihrer Ausrüstung zufrieden? Ja, bin ich. Alles klar. Mein Gott, was geht denn hier ab? Tut mir leid. Warte mal, ich kann nicht respawnen. Ja, okay. Ja. Haben wir eine Selektionskiste, die wir benutzen könnten? Natürlich brauche ich das. Scheiße. Ja, eine Pistole, die wir dann fortsetzen können. Kann ich respawnen, ich brauche meine Sachen zurück, Mann. User left your channel. Ja, gebe ich dir. User joined your channel. Hier kommst du wieder. Das ist Panzerfaust. Oh, ist das so? Oh, der ist ja gar nicht wendig. Das heißt, er empfindlich. Mal morgen, vielleicht kannst du da ja irgendwie im Arsenal da was da das fertig. Ja, wie viele Magazine brauchst Holy du? Holy shit. Ich wollte immer ganz kurz nachgucken, wie viel. Nee, ich bin bloß ein bisschen schwer. MG was? Ich hab 9 Magazine dabei, das sollte. Das ist mal eine Kette. Sagen wir auch mal noch so 2 Magazine oben drauf, das sollte. Ja, dann gib mir einfach deinen Rucksack fertig ist. Ha? Gib mir einfach deinen Rucksack fertig ist. Meine Nase läuft. Ja, da ist noch Pistolenmunition drin. Ich hab leider keinen Spawn hinterher. Warte mal, schmeiß dir mal ein Magazin hin. Gib du mir dann die Pistolenmunition da raus. Alles klar. Ich werde mir welche besorgen. Ja. Ich denk zwar nicht, dass ich dazu kommen werde, die wirklich einzusetzen, aber vielleicht hilft es ja. Warte mal, kannst du mir auch deine Uniform dann geben? Kannst du nicht eingeladen? Ja, dann hab ich keine mehr. Hast du das im Arsenal nicht gestellt, oder? Warte. Nein, hab ich nicht. Warte mal, ich speichere dann nimm noch den Rucksack und dann kannst du. Wird über den Tisch gezogen. Oh, da passt das. Genau, den Uniform und den Helm nur. Kann ich irgendwas beachten? Oh, Flex, was hast du denn da? Auch Gas geben, Jung. Ist er. Ach du Heilige. Ich bin mir geworden. Hm, ja, in süß. Kannst du sofort zurückfahren? Immer andinkeln. Ja. Heute will man es aufhören zu schön, ich seh's ja, ne? Ich drück mein Auge zu. Warum denn? Was ist denn? Das ist schwere Panzerabwehr. Echt? Ich ziehe jetzt mal an. Dann hol ich mir den Panzerschreck. Hä? Dann hat der Panzer. Darf ich dir einfach? Genau so zu schreien. Ich drück ein Auge zu. Wisst ihr? Das quasi das Rohr über der Ecke vom Chassis steht. Brecht dann mal die Sanitätskiste einlagern, Enter. Der Panzer ist schon voll. Arz hat verlangt, dass ich eine Sanitätskiste euch besorge. Echt? Dass ihr es eingeladen kann, aber er hat nicht gesagt, welches Fahrzeug er benutzt. Darf ich dir genau so würde ich jetzt gerade durchdrehen, bis es als durch Ecken das quasi über der Ecke vom Chassis steht. Ach so. Ist denn jetzt mittlerweile der Panzer soweit einsatzbereit? Ich weiß es nicht. Der Moritz macht gerade den Volkssturmsoldaten zum Panzer. Herr Schmidt. Wir sind abfahrbereit. Ja, könnten Sie dann bitte schon mal hier das Kasernengelände verlassen, damit wir hier Platz haben? Dankeschön. User joined your channel. Arzt, da ist auch schon mal deine Kiste. Ja, gut. Aufteilung ist wie folgt: Der Herr Born. Die erste Hilfe. Kann der Fahrer mal jetzt mal rausfahren, weil ich nicht los jetzt! Oh Gott. Dann machen Sie mal bitte ein bisschen Platz, damit wir unsere Kiste einladen können. Ich mach das schon. Ach, kein das Wunder. Ist gut. Also ist gut, die. Klappt das, oder? Ja. Die MG-Schützen dürften dann auch, wenn jetzt hier noch an dem Fahrzeug Platz sein sollte, Munition für MG und auch für das K-18 und für die MP40 reinlagen.
Das wird dann unser Munitions- und Versorgungstransporter sein, den hauptsächlich der Herr Born fahren wird, weil er sich allgemein ein wenig zurückhalten wird. Der Rest wird dann jetzt gleich vorne das SDKFZ bemannen, mit dem wir dann an die Front fahren werden. Ist das so weit verstanden worden? Ja, dann bitte jetzt ausführen. Panzerschreckmunition einlagern, MG-Munition einlagern. Das sollte reichen. MG-40 und K98 Munition einlagern. Bitte. Sehr sexy aus. Kommt hier so ein. Achso, ich muss mich auch noch ausrüsten. Oh. Ey, morgen ist da drinnen noch Mumpe. Bitte? Ist da drinnen noch Mumpe im Rucksack? Was? Ich hab das gerade entladen. Amun meint er, oh Mann. Kannst du mal bitte sagen, wie der Rucksack heißt? Der Rucksack? Der heißt Wehrmacht Rucksack A und dann halt MG42. Oder MG42. Überhaupt schwarz. Bitte? Überhaupt die Uniform schwarz. Ja, warum nicht? Ich bin jetzt gleich bitte wieder anwesend. Ich muss mal kurz die Meldung. Immer mal ein paar Trace. User left your channel. Ich weiß, wieso die schwarz ist. Warum? Once he goes black, never come back. Ich schnell gekreit, Mann. Ich weiß aber, warum unsere. Black ist beautiful. Hey, sie. Ich hab den Link gesehen. Sexy. Ja. Das Bild allein, oder? User joined your channel. Oh, was hatten hier der Nack eigentlich schon für einen Verdienstorden hier? Was ist denn das da? Black Sheriff auf Eisenschmiede. Das ist von der Uniform, das ist Moritz Ersatzuniform. Sonst hat er sich selber gebastelt. Hä? Morgen, das reicht. Nack, willst du wirklich wissen, wieso die Uniformen schwarz sind? Ja. Die Panzersoldaten mussten ihren Panzer ja selbst reparieren und warten. Morgen? Und weil das ein scheiß dreckiger Job ist, du kannst dir ja mal vorstellen, so ein Automechatroniker. Der muss ja mit, jetzt ein Panzermechatroniker. Du hast da Ruß, du hast da Öle. Ja, warum ziehen die dann immer blaue Sachen an, anstatt schwarze? Weil heutzutage blau ist. Damals, die wollten halt, dass du swaggig aussiehst, aber wenn du halt so eine, zum Beispiel jetzt sowas wie Feldgrau oder Feldgrün trägst und dann am Panzer arbeitest, hast du überall Ölflecken drauf oder Rußflecken und dann sieht dann aus wie so ein gepunkteter Dalmatiner. Und die wollten halt, dass es nicht auffällt und deswegen haben die schwarze Kleidung genommen, weil wenn du die schwarze Kleidung dreckig machst, fällt das nicht auf. Deswegen hat das Ding auch so einen Schlag, dass du sollst halt nirgendwo hängen bleiben. Und deswegen ist das so komisch geschnitten. Ja, klingt halt auch Bundeswehr-Einteiler, wenn ich oder? Ja, das, danke. Und vier normale halt. Theoretisch würdest du auch, nur eine Pistole haben, so eine MP40, die im, im Fahrzeug drin lag. Und, nur der Kommandant würde ein Fernglas haben, die auch, ihr würdet keine Helme, sondern Mützen tragen. Und die Luger, die ist für andere Angelegenheit, verstehst du? Ja, Pistole Scheiße, hättet ihr alle. Aber eine weiter. Ab Unteroffizier. Ja, Nack. Was? Und der P40 wird halt der Feldwebel haben, der den Panzer kommandiert. Ich glaube, das war so, Fahrer und Schütze mussten mindestens Unteroffizier sein bei der Panzertruppe. Was? Der Kommandant musste Feldwebel sein. Ladeschütze und Radiofunker oder MG-Schütze vorne rechts der, die durften alles sein. Ja, das waren immer die Bimbos, die gerade reingezogen worden sind und ausgebildet worden sind. Aber laut war jetzt nicht am Ende, ne? Weil am Ende wurde ja alles reingeschmissen. Am Ende hast du auch Kinder da reingesetzt, die nicht mal die Pedale treten konnten. Das finde ich toll. Ich finde, da lernt man auch ein bisschen. Das ist kein Alter Schmidt, Junge. Da haben 12-jährige Jungs reingesetzt, die hatten zu kurze Beine, die konnten nicht die Pedale des Panzers machen und konnten damit nicht fahren. Ja, wenn sie vorerst beim Abschneiden. So, wo ist überhaupt mein Herz? Da hattest du aber auch Frauen auf einmal an den Flak geschützt und die schreien ja so, ja, Danzig ist noch möglich. Der Feind steht so 5 Kilometer vor Berlin. Wenn mit dieser einen Flak werden wir den feindlichen Panzersturm aufhalten. Mit einer Flak kriegst du das nicht hin. Da kriegt doch, man doch hier auch mit einer Stuck nicht hin. Das ist wirklich, keine Ahnung, zum Beispiel, ich glaube, bei der Untergang wurde das, glaube ich, gut gezeigt. Wo da so eine Frau mit Kindern irgendwie eine Flak gemacht. Ich glaube, wir sind keine Kinder. Was? Die haben es dann umfunktioniert. Schmidt hat einen Panzer, haben jetzt auch ein Kind. Haben jetzt auch Kinder.
Was richtig witzig ist, in der Stadt, wo ich lebe, gibt es eine Aufnahme von der Verteidigungsarmee, also die deutsche Armee, welche die Stadt verteidigt hat. Der Anführer der Stadt war ein Unteroffizier. Alter. In dem Video siehst du so ein richtig, seine Kleidung ist so ein bisschen zerfleddert gewesen. Der eine Arm wurde, also hat jemand den Ärmel zugeschnäht. Und er zeigt dann auch so ein Stück Papier, was auch so richtig ausgeflattert ist, und da rumstehen irgendwelche paar Feldwebel, und der ist irgendwie Oberleutnant. Stauffenberg bist du's. Und der zeigt da rum, dann die deutsche Armee erstmal Propagandamusik dahinter, also so pompöse Musik, und da so, deutsche Soldaten werden bis zum letzten Mann diese deutsche Stellung verteidigen. Und dann gehen die so rüber, so ein halb zerbombtes Haus, da sitzt da so ein deutscher Soldat, der grinst, aber irgendwie die Lippe schon kaputt hat. Und hat so eine Panzerfaust in der Hand. Dieser deutsche Grenadier wird diese Stellung halten und die feindliche Panzervorstoß aufhalten. Dann schneidet die zurück, nachdem irgendwie der erste Angriff war, und da wurde irgendwie ein Stuart kaputt geschossen, also ein richtig leichter Kackpanzer von den Amerikanern. Hier sieht man, was die Amerikaner alle erwarten wird. Ein schneller und sicherer Tod. Irgendwie 2 Tage nach dieser Propagandaaufnahme wurde die ganze Stadt innerhalb von 1-2 Stunden überrannt. Recht? Ja. Darf ich das Mundtuch tragen? Ja, kannst du. Okay. Alter, 1,50 Meter Abstand. Okay. Hartz? Ja, bitte. Wie wäre nicht vor ihm? So, einen Moment, ich muss jetzt mal jetzt überprüfen, ob das Fahrzeug richtig geladen worden ist. Hatte ich jetzt Kontrolle? Der Moritz. Dann hoffen wir mal, dass es ausreichend wird. Flex, wie lange denkst du, wird er überleben? 5 Minuten oder 10? So, die übrigen Infanteristen dürfen dann jetzt bitte schon mal dafür Sorge tragen, dass der Opel sich jetzt auch schon mal richtig einreiht, damit er jetzt auch abfahrbereit ist. Und dahinter wird dann jetzt der SDKFZ positioniert. Gesundheit. Das heißt, der Herr Born darf jetzt bitte den Opel Blitz vorfahren und der Herr Morgan darf jetzt bitte den SDKFZ mit dem Flex vorfahren. Morgen? Hallo? Vielleicht haben wir noch irgendwelche Unterstützungs-Einheiten, die uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise Hilfe zukommen lassen könnten. Ja. Wir hätten, glaube ich, noch Artilleriegeschütze in der Nähe. Ich könnte mich in der Verbindung mit dem der Zentrale bringen und nach Unterstützung anfragen. Gut, ich werde dann diese anfordern und Ihnen darüber dann auch in Kenntnis setzen, wann ich die dann haben möchte. So, Herr Steiner, Sie dürfen... Ah ne, Sie sind schon mal in der Gruppe beigetreten. Herr Flex, Sie dürfen aber auch noch in der Gruppe beitreten. Und der Herr Born ebenfalls. Wie bitte? Meiner Gruppe bitte beitreten. Maxi, Maxi. Aber ich gebe mir die Farbe rot, ne? Ja, können Sie gerne machen. So, angesichts der Tatsache, dass die Nordseite vom Montem mit der Südseite getrennt ist
und diese nur über eine Brücke passierbar ist, die aber allen Anschein nach sehr schwer befestigt sein sollte, wäre das meiner Meinung nach nicht ratsam, von der Nordseite auf die Südseite hin vorzurücken. Das bedeutet, dass wir eigentlich nur eine Möglichkeit haben, das heißt nämlich von der Südseite, die wir in den letzten Kampagnen eingenommen haben, auf Montern zu vorzurücken. Im Prinzip würde das eigentlich bedeuten, dass der Panzer zunächst die Position... Moment, ich würde sie eben kurz mal kennen. Position Hummel beziehen wird und dort erstmal auf Abruf wird. Eventuell ist es schon von da aus möglich, dann einen kleinen Sichtblick auf die Stadt werfen zu können. Das wird aber anhand der Vegetation erst dort zu sehen sein. Die Infanterie hat es demnach ein wenig schwerer, da sie eigentlich keine Möglichkeiten haben sollte, direkt über die Straße hinweg vorzurücken. Ich gehe stark davon aus, dass an den normalen Zufahrtswegen Positionen befestigt sein sollten, die mit Maschinengewehren ausgerüstet sind, und wenn wir dort dann jetzt entlang der Straße hinlaufen sollten, dezimiert werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass uns entweder nur die Alternative aufbleibt, am Ufer des Flusses vorzurücken und dort dann aus derselben Position bzw. von derselben Position wie die Panzertruppe anzurücken, oder wir verlagern weiter in den Richtung Westen rein, halten bei Position Alois und rücken von Position Alois dann aus Richtung Süden direkt auf die Stadt vor, durch die Wälder rein. Da ich das jetzt nun mal nicht allein entscheiden will, würde ich jetzt gerne Sie um Expertise befragen, welchen Schritt Sie jetzt bevorzugen würden. Entweder Schritt 1, der links eingezeichnet ist, oder Schritt 2, der rechts eingezeichnet ist. Wir machen das jetzt der Reihe nach. Ich würde jetzt zunächst den Herrn Schmidt gerne um Rat fragen. Was halten Sie davon? Welchen Schritt würden Sie jetzt nehmen? Gar kein von beiden. Was würden Sie denn in Erwägung ziehen? Also ich hätte theoretisch den Panzer erst aufs andere Flussufer geschickt und hätte davon erstmal gucken lassen, was man ausschalten kann. Also sei es Panzerstellung oder was weiß ich. Und ich hätte von Position Hummel an die beiden Seiten der Straße geklärt, dass man quasi ist, also hier geht ab, ich glaube hier geht es halt, glaube ich, berghoch, dass man quasi den Weg panzerfrei macht, wenn man hier lang fährt. Und später könnte man halt dann eher Position 2 da nehmen, quasi dann irgendwo. Naja, die Frage, die sich mir jetzt dabei stellt, wie lange sollen wir denn jetzt bitte auf die Panzertruppe warten, wenn sie jetzt zunächst erstmal die Position am Nordufer von und her besetzen möchten, um dann jetzt wieder außen rum zu fahren und dann jetzt auf die Position nachzurücken, damit die Stadt einzunehmen. Das wäre ja schon ein Zeitintervall von mehr als 30 Minuten, wenn sie da jetzt wieder voll einsatzbereit sind. Ja, das Ding ist, mit dem Panzertag in die Stadt reinfahren, wäre ein bisschen... Ich würde es nicht gut finden. Nicht. Sie sollen von Position Hummel aus schauen, ob sie da schon was ausschalten können. Ja. Aber also wichtig wäre es halt, wenn die Infanterie halt als erstes halt vorne ist und dann erstmal mögliche Infanterie ausschaltet. Gut, Herr Schmidt, ich entziehe jetzt erstmal das Wort, dann würde ich jetzt gerne die Meinung von Herrn Nack wissen. Darf ich mich enthalten? Dann enthalten Sie sich bitte, Herr Flex. Ich würde die zweite nehmen. Ja, morgen. Herr Morgen. Ich glaube, er möchte nicht mit Ihnen reden. Herr Steiner. Ja, ich persönlich bin für Angriffsweg 1, weil User disconnected from your channel. Wir werden da wahrscheinlich den höheren Boden im Gegensatz zum Feind haben und ihn deshalb vielleicht einfacher angreifen können und einen härteren Weg uns anzugreifen, vielleicht. Herr Bohn.
Boah, ist schwierig zu sagen, aber ich würde mich ja für den zweiten Weg entscheiden, weil beim ersten haben wir halt vielleicht den High Ground. Das Problem ist, wenn wir runterlaufen und wir den Gegner nicht sehen, können uns einfach wahrscheinlich mit MG-Geschützen uns gut hinhalten, auf jeden Fall, für eine gewisse Zeit. Das würde ich den ersten Weg lieber benutzen. Den zweiten Weg. Ja, morgen. So, ja, okay, jetzt. Ich hätte jetzt den Schritt 1 gemacht, weil wir haben eigentlich von dort aus mehr Deckung, also jetzt von der Infanterie aus gesehen. Da können wir auch viel sicherer eigentlich reinkommen. Weil da haben wir die ganze Stadt gegen uns. Ja, aber willst du lieber dann von vorne reinkommen und von einem MG abgeballert werden? Nein, wenn wir von hier reinkommen. Die Stadt haben wir ja, bin ich mal im Gedächtnis, dass wir die ja mal irgendwann nur mal wahrscheinlich verteidigt haben. Also es probiert haben. Das ist korrekt. Ja. Und dann kann ich mich vage erinnern, dass man von hier eigentlich gut reinkommt. Weil man von hier nicht da reingucken kann, also... Und wenn man hier angreift, sieht einen die ganze Stadt. Ja, das abgesehen davon gibt es da, glaube ich, noch eine Kirche und da wird wahrscheinlich ein Scharfschütze drauf sein. Genau, für zwei. Naja, also, ich flex das jetzt so erklärt, gleich auch für zwei. Hier ist die Kirche. Jawohl. Was sollten Sie davon? Ja, wenn Sie das wollen, kann Ihnen da nicht helfen. Ich haben weiß, Sie nicht keine irgendeine taktische Expertise da dazu? Luftwaffe konnte nur sagen, dass da Soldaten sind. Gut. Dann würden wir dann jetzt den Weg 2 einschlagen. Eine Frage, soll ich da theoretisch mit dem Fahrzeug euch dann den ersten Weg einfach folgen dann? Oder gehen wir da zu Fuß weiter? Wie machen wir es mit den Fahrzeugen? Wir stellen die Fahrzeuge erstmal in der Position Hummel ab. Alles klar. Und rücken dann dort über den Küstenweg quasi weiter vor. Das ist soweit korrekt, ja. Alles klar. Wir können uns das nicht leisten, uns noch weiter aufzusplittern. Wir sind jetzt sowieso schon relativ wenig Mann. Das ist einer von uns. Hä? Jetzt war ein Flieger. Hä, das war ein Vogel. Das war ein Vogel. Oh Mann. Gut, Herr Schmidt, möchten Sie sich immer noch vehement dagegen wehren, jetzt von Position Hummel aus jetzt erstmal auszuspähen? Möchten Sie jetzt unbedingt immer noch auf das andere Flussufer? Du musst nicht, ein Schlag. Können Sie es nochmal bitte lauter wiederholen? Ja, alles gut, es war ja nur ein Vorschlag. Können Sie es natürlich auch so machen, dann müssen wir dementsprechend vorsichtiger sein. Wegen Infanterie. Sie haben das Kommando über den Panzer, entscheiden Sie sich jetzt bitte dafür. Ja, entweder für Position A und dann von der Nordseite oder von Position B, von Position Hummel aus. Hummel, natürlich. Gut. So, haben Sie eine Ahnung, was für eine Höchstgeschwindigkeit der Panzer erreichen kann? 30. Höchstens allerhöchstens. Okay, gut. Herr Brecht, ich werde mich dann auf Langstrecke 80 befinden. Dasselbe gilt für Sie, Herr Schmidt. Vergessen Sie das bitte nicht. Dann wird das SDKFZ vorfahren und dahinter ist der Opel Blitz. Achso. Und dann ganz einfach gleich der Panzer, oder? Zum Test. Wie bitte? Und am Ende dann wahrscheinlich ganz hinten der Panzer, ne? Ja, das ist soweit korrekt. Alles klar. Gut, dann bitte ausrücken, Herr Born. Sie werden als einzige Person den Opel-Blitz bemannen. Verstanden. User left your channel. User joined your channel.
Hey, da vorne ist was. So, damit wir sitzen. So, der Panzer scheint die zweite Position zu erreichen. Sind denn jetzt alle mal richtig ausgerüstet und können vorrücken? Ja. Gut, das freut mich dann zu hören. Dann werde ich noch mal kurz eben Rücksprache mit der Panzerbesatzung halten, die BZ über unseren momentanen Status in Kenntnis setzen und dann können wir direkt schon quasi über die Küste weiter vorrücken. So, verstanden. Panzertruppe von Infanterie kommen. Sind sie auf Position gekommen? Sehen Sie von Ihrer Position aus irgendwelche Festungen kommen? Trennung OPZ von Infanterie kommen. Infanterie hat die Zone Hummel erreicht und wird dann jetzt in Kürze aufbrechen und den Angriff auf die Stadt Monte am Anfang kommen. Infanterie, ne. Dann betreuen wir mal nach. Unsere Truppe von Infanterie kommen. Infanterie hört sie kommen. Na okay, check. Position markieren, auf diese fahren und auf Aufklärungsbericht warten kommen. Position markieren, auf dieser verharren und auf Aufklärungsbericht Infanterie warten kommen.
mal bitte kurz eben halten. Harz, wie ist der Feuerstatus? Gelb. Ich hab nasse Füße. So, einmal bitte die Köpfe gesenkt halten. Ich werde mal auf eine erhöhte Position gehen und noch, ob ich was sehen kann. Kontakt. Direkt straight geradeaus, Nordwesten, Infanterie auf uns zukommt. Gib mal bitte auf meine Position vor. Rechtsseits bitte. Oh Gott. Boden auf dem Boden. Keiner von uns, ne? Hm? Wo ist deiner? Oder? Habt ihr gerade den Infanteristen gesehen? Ja, die sind nur. Ja, die waren direkt vor uns. Einen Moment, ich werde mal kurz mit der Panzertruppe in Kontakt treten. Ja, da ist wieder einer. Oh Gott. Er sieht den Schuss. Ja. Feuerfreigabe? Beschuss ja. Aufnehmen, ja, ich bleib halt nicht zurück. Panzertruppe vor in Infanterie kommen. Ja, Position kompromittiert. Infanteristen auch im Küstenbereich. Selbige Informationen an die OPZ kommen. Die verschanzen sich im Wald. Hä? Sollen wir, können wir auf die schießen? Ja, dürfen wir. Ja, Feuerstatus. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Luftbeschuss aufnehmen. Damit. Gehen wir ja, runter, wenn es so knapp wird, Flex. Ja, links. Allgemein könnte ich auch ein bisschen besser aufbauen. Hinter dem Baum Richtung Westen genommen, Richtung Westen. Oh, Waffen sichern. Habt ihr gerade noch Sichtkontakt zum Feind? Einer ist im Westen hinter dem Baum direkt. Genau im Westen hinter dem Baum. Diesen auszuschalten? Ich sehe da absolut gar nichts. Nur weil sie nichts sehen, heißt es nicht, dass da nichts ist. Müsste nicht einer noch direkt vor uns sein? Wenn es euch möglich ist, würde ich dann jetzt sonst weiter vorrücken. Ja, dann behaltet ihr mal im Auge da. Ja, passt auf, wenn ihr die Steine hochklettert. Dann geht Schütze bleibt vielleicht erstmal auf der Position raus. Und gedrückt in Deckung. So, alle außer MG-Schütze und Sanitäter weiter vorrücken. Welche Richtung soll ich euch decken? Richtung Nordwesten, Westen. Was? Nordwesten? Er scheint ja erstmal jetzt soweit sicher zu sein hier vorne. Gut, ich werde noch zu, ich werde nochmal zurückgehen und die dann jetzt nachbauen, dann bleibt er erstmal auf der Position. Einer bohren, ihr könnt jetzt weiter vorrücken, okay. Rechts lang. Wer ist bewusstlos? Der da vorne, glaube ich, ist da bewusstlos, ja. Ja. Einer, du kannst jetzt scheint gelähmt zu sein, der hat sich, der hat gerade seinen Kopf bewegt.
Na, dann lassen wir rausbrechen. Ich glaube, die sind nicht tot. Ne, die sind nicht tot. Die liegen nur oben. Ja, der liegt noch. Der bewegt seinen Kopf, aber der wieder zweite auch, der hinterm Baum. Starke Schmerzen. Sie sollten ja eigentlich nie wieder aufstehen. Was für starke Schmerzen, wo du angeschossen hast? Nein, nein, ich meine den Infanterist da vorne, der da liegt. Ja, lass ihn mal, nicht, dass er dir gleich noch irgendwas, ein Messer irgendwie reinsticht oder so. Ist bei euch auch da oben der fliegende Tannenbaum im Norden? Ja. Okay. Alles normal. So, bei euch ist alles gerade noch grün oder wie? Ja. Gut, okay. Habt ihr schon Feinde ausgeschalten? Die sind alle bewusstlos, denk mal. Die bewegen ihren Kopf, lauer. Okay, gut. Können wir weiter vorrücken? Dann rechts weiter am Vorrücken. Nordwest, direkt geradeaus. Harz ist... Geht zurück, geht in Deckung, geht in Deckung, geht in Deckung, geht in Deckung, geht in Deckung. Einer nur, geht in Deckung. User left your channel. User joined your channel. Was? Du schießt durch den Baum, pass auf. Nee, ich hab grad geschossen. So. Wenn du wechseln übernimmst du jetzt die Leitung so lange. Ja, ist Steiner hier? Steiner? Der rückt vor, glaube ich. Ja, hol den mal, dann soll er uns mal. Geht mal, warte mal, geht mal. Ich glaube, der kommt von der anderen Seite. Ja, nee, ich seh ihn. Hat er ihn ab dann? Ich glaube, ich hab ihn. Morgen hast du einen Gemuni? Glaube ich, ja, hast du. Ja. Das ist jetzt nur einer, aber. Der Drecksack. Warte, ich hole mir das Funkgerät. Ja, okay, warte, ich geb dir Deck. Ja. Hallo, ich bin der Aussoldat. Alter, hast du mich erschrocken. Ich bin nur Kriegsberichter, ich muss gucken, woran er... Ich war so kurz davor, den Dings zu drücken. Ich bin nur hier als Kriegsberichter, ich muss schauen, wieso der gestorben ist. Aha, also meinen Sie, ja. Der steht nicht wieder auf. Wer sind Sie denn? Herr Zimmermann? Komm, mir folgen kannst. Wer sind Sie, der Herr Zimmermann, wenn ich fragen darf? Der Fritz Zimmermann. Ach, Ihre... hier. Stimme kam mir so bisschen. User left your channel. Morgen kommst du. User joined your channel. Passen Sie auf jetzt immer mal. OPZ für Infanterie kommen. Herzlich willkommen. Melde Harz ausgefallen, übernehme momentan die Führung. Ende. OPZ. Jetzt hast du mit dem Rucksack hier. Hm? Willst du das vielleicht ins Wasser verstecken? Ach man, jetzt habe ich keine. Was habe ich denn hier drin? Ladestreifen brauche ich nicht. Ach, kannst du vielleicht einen Schuss mitnehmen? Ich bin schon MG voll. Ja, also ein bisschen irgendwas rauspfeffern oder. Ach. Willst du ein paar Magazine rausschmeißen? Ja, wenn du kannst, wenn es geht. Also eine wäre ganz schön noch so, ne? Infanterie von OPZ kommen. Infert kommen. Okay. Ich möchte Sie nur darauf erinnern, wenn der Harz wieder da ist, dass ihr auch vorgezogene Feldposten errichten lassen könnt. Komm. Alter. Nee. Okay, so verstanden. Komm. Muss die jetzt mitnehmen. Das sind fast alle Patronen, die ich rausgeschmissen habe. Nee, dann lass es. Der MG da braucht auch noch. Ach, Mann, haben wir nicht noch irgendwie. Wo ist Steiner? Vielleicht kann ich ihm ein paar Magazine geben. Weil er hat ja doch vorhin ein paar verballert. Hallo? Ah, hier.
Steiner? Steiner ist down. Ich muss den hab ihn geholfen, aber Problem ist. Wie hat gleich... ihn erwischt? Ja, es wacht gleich auf, also. Scheiße. Warte mal, kann ich an seinen Rucksack? Ich guck mal. Ah, oh, nee, sein Rucksack Puls ist auch so scheiße. Er hat nochmal einen Puls und das Blut ist auch drin. Hat der Puls? Ja, natürlich hat der Puls. Seit 112 war das ist sogar noch relativ normal. 120 ist ganz normal, aber. Ja, der braucht nur Blut, okay. Ja. Wird's schon. Wenn das Blut da rein. Hallo? Wieso kann ich hier. Was? Ich hab grad geschossen, tut mir leid. Ja, das hört sich ja nicht so. Ich kann kein Graben bauen! Okay, ich mach schon. Lass es los. Oh Mann. Auch witzig, ne? Hm? Ich gucke eben so, auf einmal läuft da so ein Bot-Sanitäter hinter mir rum. Ja, ich weiß. Aber der war nicht feindlich Zimmermann. Warum dauert das so lange beim Blut? Ja, wie auch immer. Ich glaube, das ist wieder ein Ace-Bug. Nein. Oh. Ja, lass ihn das einfach starten. Reinziehen, das wird schon wieder. Aber kommen. der wird niedriger. Hm? Die ganze Zeit niedriger. Ja, das ist normal. Zeig mal her. Ich kann mir nicht rechnen, so kannst du, ob er stark ist oder nicht. Der braucht ja. Umso mehr Blut er hat, umso ja, weniger muss er eigentlich pumpen, weißt du? Ich schaue nochmal 500 daran, irgendwie schmeißt gerade ein bisschen rum. Ja, das ist ja normal. Also ein Liter sollte eigentlich reichen. Geht schon mal schon gut los. Wir sind nicht mehr in der Stadt drin. Ja, es ist halt so lächerlich. Guck mal weiter, hier kümmert man. Ah, hat etwas Blut verloren, sollten Putz hier steigen langsam. Ey, Flex, weißt du, ob man das Bayonett benutzen kann? F. Und F? Ach ja, stimmt. Du hast gleich auch schon Sterne. Aber ich empfehle es dir nicht. Nee, nee, mach's. Wollte ich nur wissen. Danke. Will mein Typ eigentlich auch seine Ausdauer regenerieren oder hat er nicht so viel Bock? Typ ist auch dort abgesoffen. Das Harzleiche. Ja. Jo, wir haben schon 9 Feldposten. Ja, so. Moin, Steiner. Hey, ich lebe wieder! Stabi. Weil ich brecht hoch. Mobizid von Harz kommt. Steiner steht wieder. Herzlich willkommen. Ja, ist halt noch gut. Ey, ist so buggy, ey. Ist so nervig schon wieder. Ich möchte Sie darüber informieren, dass die Verteidigungsstreitkräfte bei dem Punkt vorgeschobener Feldposten darüber informiert worden sind, Verteidigungsstellungen aufzubauen und dort einen vorgeschobenen Feldposten zu errichten. Kommen. Ja, wir kommen nicht weiter. So verstanden. Es wird in Kürze so ausgeführt. Das Ding ist in Harz kommt gerade wieder. Harz kommt. Ja, er kommt. Kannst du deine Dings wieder aufnehmen eigentlich, Flex? Warte. Ja. Guck mal raus aus dem Wasser, sonst erkältet ihr euch noch, ne? Ja, doch, Schritte. Das ist gut, ich hab Gummistiefel. Code! Ich glaub nicht, dass das Gummi ist. Wer da gerade über die Steine kommt. Ich glaub, das ist Gummi. Oder Leder. Leder, ja, aber deine Hose. Hi. So habe ich hier einen Freiwilligen, der vorläuft und sich von Kanonen. Ich habe den entfernt. Eine Sekunde, da wir das Danny, nicht mitnehmen können. Ich habe den eigentlich gerade entfernt, den einen. So, Funkgerät zerstört. Und zumindest was das angeht. Das war jetzt natürlich unglücklich. Sind wir jetzt alle noch zusammen? Ja, nee, wir leben alle noch. Problem ist, dass ich ein paar Probleme habe, Leute zu helfen. Na. No. Ja, er hat gerade. Ich habe ihm Blut gegeben, aber es wäre nicht schnell genug reinzufließen. Und dass er nicht aufstehen will. Ist er wieder. Ja, ja. Dann sollte ich mich weiter aufhören. Vorrücken. Gott hat geholfen. Können wir weiter vorrücken? Ja, gibt es jetzt noch irgendwelche immer.
Gut, dann würde ich nämlich sagen, wir jetzt weiter vor. Aber diesmal würde ich sagen, dass der morgen bitte vorgeht. Alles klar. Gut, danke schön. Weiter an der Küste lang, beziehungsweise am Ufer. Und wenn ich jetzt das zweite Mal noch getroffen werden sollte, nehme ich das persönlich. Wurde ich am Kopf getroffen? Ja. Mein Beileid. Der war direkt vorne. Ja, sollen wir den Stein entlang, oder? Ja, suchen Sie sich mal einen schönen Weg aus, wo Sie angeschossen werden. Wasser. Nee. Übermotiviert. Links rum oder auf die Steine drauf. Ja, ein bisschen klettern können wir. Oh Mann, ey. Ja, hier können wir durch. Ja, hier können wir durch. So gut, die Damen und Herren dürfen jetzt ein bisschen weiter auf die Steine drauf. Sich hinlegen. Wir können nicht eine Position die suchen, Häuser. Wo sie nicht direkt angeschossen werden. Wir brauchen sie hier und nicht in der Hölle. So gut, Panzersperre in den Richtung Nordwest. Moment. Nordwest. Ja, okay. Feuererlaubnis. Hast Gelb. Du sich auf den Gegner? Nee, ich frag nur mal gemein. Gelb. Vorerst. Gut, folgender Punkt. Ich würde mich mal kurz eben hinlegen, damit ich jetzt nicht gleich schon wieder zielen irgendwelche Aktionen werde. Alles klar. Und zwar. Einmal bitte die Karte öffnen. Ja. Wir befinden uns gerade ja hier. Ja. Da, wo der gelbe Punkt ist. So, ich würde dann gerne jetzt von dieser Position aus jetzt erstmal in die Häuser rein ran. Diese Häuserreihe dann erstmal eventuell sichern. Und wenn das so geschehen ist, würde ich dann gerne jetzt in Richtung Gewächshäuser vorrücken. Beziehungsweise dann auch jetzt hier diese Front sichern. Sodass wir jetzt die ersten Straßenzüge und Positionen, die befestigt sein könnten, ausschalten können. Damit, falls der Pakt diese der Panzertruppe nicht mehr gefährlich werden kann. Alles klar. Gut, gibt es da irgendwelche Fragen zu? Nein. Scheint nicht so zu sein. Markiere ich mal kurz eben jetzt unsere jetzige Position. Und wir rücken wieder vor. Gehe ich wieder vor? Wenn Sie möchten. Nein, morgen, meine Munition! Kannst du aus der Leiche kratzen. Achtet auf die Fenster. Die ersten Häuser sind schon zu sehen. Wenn wir auf der Höhe des Zauns sind, können wir dann quasi rechts davon vorrücken. Infanterie vorne. Ausschalten. Gold, ist er uns gefährlich? Der guckt gerade auf die andere Richtung. Die ja, Straße. Dann bitte da weiter Kontakt halten. Der Rest liegt, legt sich hin. Sollte er sich um den Schuss verpassen. Der Rest krabbelt weiter. Morgen kann als letzter nachrücken mit dem Krabbeln. Bitte weitergeben. Kannst dann hier sammeln. Sucht nach uns. So, ich habe ihn jetzt im Blick, morgen kann weiter. Alles klar. Der Rest kann rechts von mir weiter krabbeln und an den Zaun ran. War das gerade ein Fahrzeuggeräusch? 200 Tiger. Da sind zwei, Achtung. Dahinter links davon befindet sich noch ein Scharfschütze. Wo genau? Dahinter.
Also links von dem, also ja. Alles klar. Da ist auch ein Feindfahrzeug. Die zwei. Davor. Ja, ich weiß. Harz, wenn du willst, kannst du. Ja. User left your channel. User joined your channel. Ja, der schießt nicht auf uns, ne? Nee, ich hoffe nicht. Oh nein! User left your channel. User joined your channel. User left User your joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Uns rumgelaufen ist. Hast du den gestört oder? Ja, ich habe kurz geguckt, woran Hass gestorben ist. Ja, weißt du, ich hatte irgendwie Probleme, also ich wollte Steiner wieder beleben. Also der war verletzt und irgendwie hat das richtig rumgesponnen. Ja, vielleicht sollten wir Steiner ist dort gerade alleine. Gut, dann würde ich auch sagen, dass wir jetzt weiter vorrücken. Was sagst du? Das nächste Mal, wenn wir einen sehen, der uns die ganze Zeit nicht anguckt, den ballern wir trotzdem weg. Ich hab da keinen Bock drauf, dass sich dann doch wieder zufällig unter uns tötet. Und Steiner ist auch weg. Okay, ich kann gut sagen. Ja, bitte bricht. Du hättest auch noch Arti. Ja. Was, man, so Panzerleute sind ja um Spirat, oder? Nee, die haben ja Angst, weiter vorzurücken, dass sie dann direkt auseinander. Ich hab dich schon geärgert. Ich bin mit den feindlichen Soldaten, bin ich mal 100 Meter auf die zugelaufen. Und bin auf den rumgeklettert und die sind panisch dann. Oh Mann, ey. Also, könnten doch mal 5 Meter oder so weiter vorfahren. Wir müssen mal kurz gucken, ob Steiner hier ist bei uns oder woanders. Er ist verrückt, auf jeden Fall. Guck mal. Ich habe das Gefühl, der ist nicht hier, ist wohl nicht so. Ich teleport hier. Der ist im Otto. Oh mein Gott, ein Fahrrad. Der ist passend zu seinem Gehirnzustand. Ach, Junge. Ach Mann. Ja, lass ihn hier hinfahren, wir rücken weiter vor. Und er ist auch Steiner, ey. Steiner, User left your channel. Hier, ich wurde falsch von der Logistik informiert. Nee, den Kopf hat er falsch informiert. Ich hoffe, der sich umgedreht hat. Steiner. Hab dich auch lieb, Born, weißt du? Ja, ja. Hart bei mir natürlich erst nicht rettet, um seine Munition zu sehen. Hart, also wir werden jetzt auf alles abschießen, was wir sehen. User left your channel. Das ist jetzt noch klar. Also jetzt so, wenn User wir joined your channel. Ja, das, ich hab ja gerade gefragt, ob der sich jetzt plötzlich umgedreht hat und so, oder was. Da steht noch einer. Bei mir hat er durch den Zaun geschossen. Ja. Steht noch einer, ne? Ja, ungefähr vor der Steinformation, wo wir waren. So, Flex. Ja. Gut, du hörst mich, sehr schön. Also was lernen wir aus dem ganzen Stealth, brauchen wir gar nicht versuchen. Oh Gott, ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Ja, hat er sich denn jetzt umgedreht, der Typ, auf den wir die ganze Zeit gezielt haben, oder wo wurden wir jetzt hergeholt? Ich glaube, wir wurden irgendwo rausgeholt.
Durch den Zaun war das, bin ich der Meinung. Dass er durchschießen kann, achso? Naja, also sonst ging's nicht. Dann dauert er weiter runter. Bin mal gespannt, ob da jetzt schon ein Panzer steht. Ach, das ist der erste Harz. Und ich bin schon wieder der erste, der hier vorläuft. Bei mir ist jetzt schon wieder Ende mit der Ausdauer. Ich weiß nicht, wie was passiert. Ich kann schon riechen, wenn ein Harz vergeht. Ja, bleibt noch mal ein bisschen weiter hier hinten. Direkt daran, bitte. Oh, ich sehe da vorne tote Wehrmachtssoldaten. Dann lass mal rechts rum weiter vorrücken. Ach, Steiner, hast du den schon abgeholt? Steiner? Rechts rum, wir können glaube ich am Ufer lang. Vorsicht. Kontakt. Ja, wahrscheinlich, oder? Hast du mich angeschossen, du? Alter, Jungs, steht. Weiter rechts lang. Irgendwie stimmt hier was nicht, Harz. Ja, ich schieße ihn in den Fuß, aber dann möchte ich nicht. Gut, wir rücken jetzt hier die ganze Zeit bis zu den Häusern rein vor. Jungs! So, Flex. Ja. Dein Einsatz. Ist das ein Firefly? Nein. Weiß ich nicht. So, bleibt mal bitte jetzt alle erstmal unten, außer Flex und ich. Ich weiß, dass ich keine hohe Reichweite habe, ne? Ach, alles gut. Vertrauen dich. Es ist Arti. Okay, es können alle nachrücken. Wir gehen jetzt erstmal an die Häuserwand daran. Alles klar. Aufpassen! Holy shit. Nicht ja, links da an die Häuserwand. Oh, scheiße. Nicht rechts lang. Nicht rechts lang. Auf gar keinen Fall nicht rechts lang. Ist ein Panzer oder nur ein Infanterist? Das sind Infanterist, darf ich ihn abballer? Aber guck mal, was da Flex alles ist. Darf ich ja, lass es noch nicht aufscheuchen, bitte. Ja, ich glaube, es ist gerade zu spät an den, der gerade. Steiner! Die schießt, der schießt da durch. Deswegen. Flex, schmeiß da mal eine Granate drüber. Ich kann auch. Die ist jetzt da drunter, ja, gut. Ich hoffe, die ist nicht hier, ist aber kein Problem. Ein Infanterist ist schon erledigt. Ich versuch mal jetzt hier oh Gott, über den hier ins Haus rein. Aufpassen, noch immer da! Harz wurde getroffen. Harz? Können wir eigentlich alle hier ins Haus nach reinfolgen, wenn ihr möchtet. Wartet, nein, warte, die Straße ist gerade nicht safe. Hast du eine Smoke? Nicht da rein, du musst von links. Harz, ich folge dir. Pass auf, der Smoke davon. Warte, ich bin drin. Ja. Leute, ihr müsst links lang, nicht rechts lang. Der ist ins Haus reingerannt. Harz, ich geh nach oben. Ein Gegner ins Haus rein. Oben ist einer! Oh Gott. Hält, was hält der? Ich glaube, er ist tot. Und? Ja, das war oh, der. Jungs, der Church schießt auf uns. Runter. Steiner hat mich gerade. Steiner ist tot. Ich weiß. Harz, bist du da? Ja, hart sind noch. Ich hab. Du bist. Wie geht's über? Brauchst du Morphin oder so? Jungs, ist irgendwas morgen? Ja, ich bin noch hier. Okay, bleib einfach da, wo du bist. Ich bin noch hinter der Hauswand. Bleib einfach da. Seh dein. Ich bin direkt. Okay, du mal ein bisschen weiter runter. Krabbel du mal weiter runter. Kann mal wer Brecht sagen, dass die X-Ray ausmachen sollen? Ja, da steht noch ein Panzer. Wo? Ja, im Garten.
Wie, ja, warte kurz, kann ich... Ich kann ihn nicht rausschießen. Richtung Westen, Nordwesten steht auch ein Panzer, 200 Meter von hier aus. Scheiße! Der Churchill gibt Gas! Der kommt rein! Oh Gott! Alter, beide Panzer. User left your channel. Was hat unser Panzer? User joined your channel. Flex ist bewusstlos. Was? Hä? Unser RPG-Schütze tot? Der Flex ist bewusstlos. Alter, ich sehe ihn durch die Wand. Ja, er, ich glaube, der hat nicht schwer gewunden. Ey, wir brauchen langsam jetzt mal unsere Panzertruppe. Ja, hier sind 1000 Panzer in der Stadt. Ich werde jetzt. Bin wieder da, ich weiß nicht. Schlag hier in Hä? Ja, deswegen, ja, ich bin gerade einfach umgeklappt, deswegen. Darüber in Kenntnis setzen, ob da irgendwelche Parkgeschütze noch stehen. Komm. Wo ist der Churchill hin? Infanterie und so. Ist alles gut bei euch? Ja, war mal besser. OPZ vorne im Kampfplan. Da war ein Artilleriebereich piert, der dann jetzt von der Halti unter Beschuss genommen werden kann. Komm. Hast du ihn? Der ist bewusstlos. Der ist nicht bewusstlos. Der läuft doch, was? Willst du mich verarschen? Junge, haben die alle Panzerschokolade gekriegt? Ja, danke. Ich rede. Mein Gott, wo läuft Steiner entlang? Hallo Steiner! Ich bin die Oh shit, die kommen! Ach du heilige Scheiße, das meinte ich, dass wir ihn vielleicht nicht aufwecken! Britte! Britte draußen! Geh hoch. Ey, die sind auf der anderen Seite der Wand. Ich weiß. Ist alles in Ordnung? Ja. Alter, ich stecke hier fest in der Treppe. Hallo, morgen? Born, alles noch in Kontrolle? Wo sind die? Ja. Gott, Steiner, geh runter. Also was? Pass auf mit dem Kopf. Ich weiß nicht. Ja, einfach. Hartz ist down. Nicht schon wieder. Guck nicht aus dem Fenster. Alter, so viele Leute. Ey, Digga, wo ist unser Tiger? Der chillt immer noch statt seiner Eier. Wir sind dazu noch ein bisschen gefunden. Alter! Ja? Ich dachte, Flex ist jetzt umgekehrt. Flex, lebst du doch? Ja! Oh shit, wir haben den Medic verloren. Alter! Oh scheiße. Ich bin falsch drauf, oder? Da ist auch ein ganzes Camp, kein Wunder. Ja, deswegen mache ich das, wenn die nicht angreifen. Sollten da. Was fährt denn da jetzt überhaupt? War klar. Wir haben gerade zwei Panzer hier, ey. Richtig am Arsch. Ich sehe halt gerade keinen. Ja, der eine Infanterist steht dort hinter der. hinter dem Zahn. You will never get us American! Das sind Briten, ne? Vielleicht sind wir gerade nur noch zu zwei. Ja. Nee, Steiner? Ja, doch, Steiner. Hallo? Morgen? Ja. Okay. Ich bin noch da.
Die kommen nah. Ja, direkt vor. Scheiße. Get ready, Flex. Sag, wenn die hier zum Haus kommen. Die sind schon hier an der Wand dran. Wie die sind, Bowser? Ja. Ein paar Gegner sind schon hier an der Wand dran. Das kannst du nicht vom Fenster aus sehen. Ein paar sind noch beim Camp. Und einer ist hinter dem Zaun, der chillt hier unten. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Junge, 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 was ist das denn hier? Hab ein. Schön. Es sind bloß noch 30 andere da. Ey, irgendwas. Hä? Ich hab ihn doch getroffen. Der stirbt einfach nicht. Alles klar. Huh! Pass mal. Ja, leg dich hin. Die schießen vom Camp. Ja, also ich will gerne ein paar. War das unsere? Hallo? Ja, wir müssen jetzt auf Verstärkung warten. Komm, verpiss dich. Ich weiß nicht, ob das ein Ragdoll ist, also. Krieg das gerade. Wow! Morgen, ich will hier nicht verlieren, das ist. Ja, ich hab gerade auf den MG-Schützen geschossen. Okay! Ja. Alter, als ob Steine schon wieder tot. Ja, ich glaube, der lag hier noch. Ja. Flex, war jetzt auf die Idee. War eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die verstehen das mit mir aufgeben nicht. Wenn wir da unbewaffnet rauskommen und die weiße Flagge hissen, erschießen uns trotzdem. Ich glaube nicht rum. Hier der eine hinter dem Zaun sterben. Lass ihn einfach. Okay, ich glaube die Artie ist da. Ja, wir haben aber die halbe Armee hier vor uns. Bitte war das nicht unser. Bitte. Ich war froh. Aber ich glaube, das war ein feindlicher. Unsere Jungs sind jetzt nicht so weit vor uns. Na, ich weiß nicht, ob es unser Tiger vielleicht kurz war. Wow! Ja, nicht erschreckend. Nee, bei mir kam gerade auch ein Schuss reingeflogen. Ja, steht der dort. Ich seh's. Warte, ich kann den wegmachen. Nee, der stirbt nicht. Doch, jetzt ist er. Oh Gott. Guck einfach weiter auf die Treppe, Digga. Noch ein. Was? Die rücken vor. Die aus dem Lager. Oh! Hit! Mein Arm ist gebrochen! Och nee! Hast du Bandagen? Ja, bisschen. Mein Arm ist gebrochen, scheiße. Scheiße, du. Okay, hast du einen Splinter bei irgendwo? Ich muss gucken. Oh Gott. Nee, leider nicht. Ich mach das, ich bin Rambo, Junge. Nein, mach das nicht. Bleib hier. Nee, ich bleib hier, deswegen mach ich ja. Ich glaub, die kommen jetzt. Junge! Okay.
Entspann dich, Arm! Scheiße, Born ist unten gestorben. Oh Gott, der Panzer kommt. Ich kann nicht, glaubst du, ich kann mit dem Ding aus dem Fenster schießen? Ey, Lichtenstein, guckst du gerade überhaupt im Stream? Kann ich gerade nicht, Digga. Nee, ich meine Lichtenstein, meine ich, nicht du. Weil der Affe möchte hier. Was? Morgen, bitte nicht, wir wollen das nicht riskieren. Warte mal, ich glaube, ich höre Ich sehe Verbündete! Oh mein Gott! Alter! Ich glaube, das, okay, das sollten wir lieber lassen, oder? Die kommen, was? Oh Gott, was? Born! Wo rennst du hin? Wie der sich instant umdreht. Geht doch. Wer das auch immer war, danke. Born? Rainer, seid ihr hier? Ja, sind die. Ja, pass auf, der Camp ist voll. Hat sein Gut bei mir. Born, ich brauche einen Splint. Komm mal. Und vielleicht ein bisschen Blut, aber auch sonst nichts. Ich sehe, nee, du hast Edmund verloren. Ich muss sparsam unten gehen. Ja, okay, dann nix. Ich geb dir einfach Morphin. Nee, reicht. Gut, hast Morphin. Ach, Mann. Oh, ich hab halt einfach geliebt. Geh mal, komm mal nach oben, nach unten, bei den Weichen. Aua! Oh Gott. Boah, du hast mir, glaube ich, gerade mein Bein fast gebrochen. Kein Ding. Okay, du hast ja selber. User joined your channel. Oh, so ein Stahlarsch. Ja. Boah, warte. Der verreckt nicht. Hab ich den jetzt da hinten? Nein, immer noch nicht. Ich will nicht verrecken. So. Da sind denn was? Hab die. Alles gut. Good job. Die liegen dort bewusst, das ist dein Ernst. Ah, ich könnte schon machen. Und da hätte wieder eine sich mit seinen Armen dreht, ey. Ich werde auch immer ballern. Nice, schön. Der ist schön umgehübt. Da steht immer noch ein, hier. Warte. Turch hier. Ein scheiß Besonderer. Hey. Was ist mit dem Tiger überhaupt passiert? Ich glaube, der und rot. Wir haben China unser Dings weg. Wo steht der denn? Oh Gott. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Kipp. Ja, legt euch hin oder kniet euch hin. Scheiße, mein Arm ist gebrochen. Ja, bei mir sah es also, als ob er den in den Rucksack geschossen hat. Wunderband kriegst du selber hin, oder? Ja, Wunde zu machen ich selber. Was war? Da, ja. So, Arm ist auch wieder zusammen. Klingt Morphium. Ja. Seht ihr die Häuser im West-West-Nord? Ja, ja. Das graue Haus, da sind ein paar Gegner drin. Boah, cool, ich kann jetzt auch auf einmal einen Göring machen. Entschuldigung, nicht West-West-Nord, West-West-Süd, ja. Ich spreche nicht. Dieses graue Haus mit dem schwarzen Streifen, siehst du? Genau da. Hab ihn, oder? Ja, hab ihn. Ja, kann sein. Ich sehe das gerade nicht von hier. Nein, im Westen. Steht im offenen. Ja, ab. Mit Panzer.
Ja, ich kann relativ schwer zielen. Ja, okay, bleib mal hin. Ah, da läuft einer. Ab ein. Da ist ein Haupttrack. Es bewegt sich auf der Hauptstraße. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Warte mal, das wird die Anführung. Oh, Alter! Ja. Scheiße. Wo ist der? Wir haben den Medic verloren. Es ist. Hier, gib der mal ist auf der Straße, guckt nicht raus. Wenn ihr rausguckt, seid ihr tot. Wo ist der denn? Der Panzer kann den eigentlich easy bekämpfen. Der ist auf der Straße, das ist nur so ein. Ah, da hinten! Hast du den Schützen? Nee, ich glaub nicht. Aber es sah so aus, als würde er in Deckung gehen oder so ein Scheiß. Aber es ist unterschiedlich, dass hier ankommt. Hä? Hast du noch einmal die Funke? Nein. Da kommt ein LKW. Was? Warte, das Scheißteil bewegt sich wieder. Da ist ein Panzer links auf der Hauptstraße, Flex. Cromwell. Kann ich nichts machen. Guck nicht so weit raus, Jungs. Flex. Ich kann nichts machen. Was soll ich denn da machen? Wenn der vor uns wäre, dann könnte ich was machen. Weil das ist unser Bomber gerade gewesen. Wir haben Luftunterstützung, nice. Ja. Oh Gott. Ich kann schon nicht finden. Ach du heilige Scheiße, der Churchill da hinten. Deswegen sein. Junge. Oh, das sieht ein bisschen pervers aus hier mit der Leiche. Flex, ich hab nur Funke für dich. Ja. Leg dich hin, leg dich die hin. Her. Da vorne ist ein Panzer. Weg, hast du die Funke? Na, was soll ich denn durchfunken? Keine Ahnung, vielleicht, dass wir vom einfach fickten Half-Track beanfunken, dass der uns belagert? Ja. Ich glaub, das wissen wir. Die Sache ist halt, wir könnten. Ja, Friendly, hier, freundlicher Bomber. Kommt grad. Achtung, Bombenanschlag. Ja. Oh. Yo, yo, langsam, langsam. Alter, das hat man. Tiger für Flex kommen. Flex? Ja. Auf Gradzahl 300 steht ein Churchill. Ja, ich weiß. Schon die ganze Zeit sagen wir, dass da ein Panzer ist, das wissen wir schon. Bin back, Leute. Ich meine, ich melde mich freiwillig, um da schnell hinzugehen, um was zu versuchen. Nee. Was? Der Jagdbomber ist schon da. So ist halt. Hartz kommt weg gerade. Ja. Ich glaube, da ist gerade ein Flieger drin, kann das sein? Ja. Hat jemand zufällig ein Fernglas dabei? Nein. Ich. Also kannst du aus Hardware aus. Das ist wieder ein Infanterist. Ich glaube, unser Tiger ist einfach immer noch hinten. Jungs sind auf unserer Leitung gestellt. Hm? Wir sind beide tot. Ich würde, also, ich würde vielleicht wagen, ins nächste Nachbarhaus zu gehen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch sehen kann, aber hinter dem Hardback ist ein Bunker und da steht noch ein Typ. Ja, guckt quasi in die. Wir gehen ins Nachbarhaus. Unsere Richtung von der Hauptstraße. Was sagt ihr? Wir gehen ins Nachbarhaus. Echt riskant, okay, mit Straße. Geh mal hier rein. Was ist? Ja, warte kurz. Respekt, das kriegt nicht jeder hin. Ich guck, ob ich den auch überspringen kann. Nee, 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 geh doch hier durchs Fenster, Meister. Oh Gott. Nein, 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 nein. Richtest du. Oh, der scheiß Panzer stört. Guckt der mit dem Rohr zu uns, oder? Nein.
Spawn. Brian, lebst du noch? Ich werde sterben, Jungs. Das war schon mit euch. User left your channel. Find a front. User joined your channel. Werner, komm rein. Mach Tür auf. Der ist tot. Oh Gott, pass auf. Ah ja, scheiße. Ist der scheiß offene Fenster. Die Tür ist wenigstens zu, ja. Ich habe halt absolut keine Ausdauer, Mann. Mach mal das linke. Hast du da gerade? Jo, hab ich gerade. Geht ins Nachbarzimmer. Okay. Passt auf, Leute. War die das? Ja, das war Steine, was. Ja? Brauchen wir mehr Bomben? Mehr Lametta, genau. Was? Ja. Ja. Hier ist keiner. Okay. Dann krieg ich mich nicht hier. Also ich würde es vielleicht wagen, diese scheiß Trucks da auszuschalten. Leute. Warte, ich move durch. Können wir irgendwie eine Bombe da aufbekommen? Markierst du bitte unseren Standort und wir sollen dann hier bleiben, laut Harz. Ja. Dankeschön. Ja, dann müssen wir auf die Treppe aufziehen. Morgen? Ja. Hast du noch meine Mumpe dabei? Deine was? Meine Mumpe? Geh weg. Geh mal kurz zurück. Ich will kurz. Schöne Wumpe. Ich hab Max, Gott. Max dabei. Boah. Brauchst du nicht direkt Treppe runter. Lass mich mal kurz durch, ich werde jetzt was Waghalsiges machen. Und zwar werde ich probieren, diese scheiß Half-Tracks da wegzusprengen. Soll ich die Tür auf und zu? Nein, ihr geht mal weg, ihr geht mal hoch. Dann lass mich kurz durch. Ja, das war gut, aber. Oh Gott! Wo ging der hin? Wie hoch ist denn das hier eingestellt? Warte mal. Ah, diese Kacke, du hier. Der Panzer steht noch. Ne, ich schieße einfach auf den Panzer. Darauf schoss ich. Ich hab mir nicht das erreicht, was sie erreichen. Nur einer? Ernsthaft? Ah, der Panzer! Oh Mann. Wir haben Flex verloren. User left your channel. User joined your channel. Halt durch, Flex. Ich behandle dich schnell, was ich kann. Steiner! Steiner! Ah, Ryan. Perfektes Timing. Mach das mal beim Liegen, Bourne. Der scheiß Panzer schießt uns hier. Wiederholen Sie alles, komm. Jawohl, so verstanden, Ende. Morgen. Ja. Wer ist tot? Wer? Flex ist tot oder lebt er noch? Nein, er lebt noch. Er ist umgekippt. Okay, hör mal zu. Ich habe einen Bombenanschlag auf den Churchill beordert. Passt du am besten auf die Treppe auf, ne? Ja. Und ich werde versuchen, uns irgendwie aktuell den Arsch zu retten, von wegen Funk her, okay? Ja, unser Panzer kommt auch an, du. Ja, so viel zur Rettung. Ryan, Steiner, also. Oh. Sind wir da? Was passiert? Flex. Steiner sagt so. Steiner sagt so. Was sagt nochmal? Thank you.
Ja. Ja. Komm, hau die Bombe drauf, hau die Bombe drauf. Lex kann's offensichtlich. Kann ich hier durchschießen? Ja, nicht geht raus! Ja, weg da, weg da, weg da. Ich kann nicht durchschießen. Nee, 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 das tue ich uns nicht an. Jungs, ich komm jetzt. Batzer! Guck ja gerade in unser Fenster. Lad nach! Ich... Boy! Gib... Mann! Der... Ausgeschalten, oder? Ich brauche einen Sunny! Medic! Ja, ich war ein bisschen am Geländer. Ja. Aber das geht ja, das ist ja nur oberflächlich, ne? Eine Schnittwunde. Das hat doch gut geklappt. Außer, dass ich keine Munition mehr habe. Die Panzerfaust. Jungs, ich kann dir Panzerfaust eigentlich wegschmeißen, oder? Hallo? Deine Entscheidung. Ja, ich hab ja keine Muni mehr. Es ist auch unwahrscheinlich, dass wir welche nachgeliefert kriegen, bin ich der Meinung. Ja, müssen wir jetzt das weg. Ja. Was soll man machen? Weil erstmal jetzt brauchen, oder? Ja, erstmal muss ich regenerieren. Ich schmeiß jetzt die Scheiße weg. Wir können echt verfangen. Warte. Regeneriert das bei euch auch so schnell? Ja. Also es war Ironie. Also bei mir regeneriert das halt Zero. Wieso krieg ich keine... Deiner. Ja? Ich so weggeschmissen. Bohren kannst du mir noch ein bisschen... Scheiße, ich... Was? Egal. Ich hab gedacht, du hast gesagt, du bist unsere Rettung wegen dem Punkt und dann kriegst du einfach 2 Sekunden schwer ein Headshot. Ey, ich hab irgendwas versucht, ich konnte kippen, irgendwas echt kippen, Mann. Ja, das war amüsant auf jeden Fall. Was hat der Flex? Mein Typ regeneriert nicht. Kann ich mehr laufen. Was ist eigentlich die Funke jetzt? Was danach? Weiß nicht, auch egal. Ich kann, wieso? Ey, das ist... Ja. Du musst doch mal Bescheid sagen. Was? Du musst doch Bescheid sagen, dass du verletzt bist.
Willst du Morphium haben? Nee, ich hab kein Morphium drin. Ich hab gesagt, willst du Morphium? Hast du irgendwas mit Ohren oder so? Hat seine Ohrenstöpsel vergessen. Ja, ich glaub auch, Alter. Steiner hört uns gar nicht, Alter. Der hat aber zu viel Mucke ab. Steiner macht bei Mucke aus und jetzt hör mal zu, was er sagt. Oh, ist unser Panzer, sagst du jetzt. Bist du einer da? Oder wo schießt Steiner du noch? Ich will jetzt den wieder haben. Wollen wir jetzt merkst du mal weiter oder dauert es? Mein Typ, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ist ein Bug. Dann sind wir weiter. Ja, dann geht mal weiter. So, ich nehme mal ein Panzer fast mit. Bringt ja eh keinen Malus. Vor unserer Tür ist direkt einer, falls ihr Interesse habt. Da, der kommt rein. Ja, dann rückt vor. Pass auf, der will reinkommen, glaube ich. Der ist nebenan irgendwo. Wir sind vor unserer Tür, Mann. Warte, pass auf! Boah, nein, ich mach das, warte. User left your channel. User joined your channel. Flex is down. Steiner, bring ihn mal hoch. Was? Oh Gott. Komm nicht rein. Er ist direkt hinter deiner Tür, Digga. Guck mal, start. Alter, der läuft ja weg. Yo, Alter, läuft ja weg. Born? Komm mal. Rex braucht Hilfe. Er ist wieder unten. Ja, okay. Komm hier einfach hoch. Hier durch. Stell mich mal vor dich, ey. Jo. Oh Gott, Steiner. Oh Mann, der guckt einfach raus in der Chat. Ich hab nur einfach sein Schreien gehört. Ich auch nur. Oh, Steiner, ey. Ich wusste gar nicht, dass die Charaktere so schreien können. Ey Ryan, wenn du kannst. Oh, okay, Flex ist raus. Oh, wir da, moin. Wir haben wieder Steine. Oh Mann, ey. Danke, Brecht. Alter, was war aber das gerade für Schrei vor ihm? Ey, ich spring gleich aus dem Fenster, das bringt echt nichts. Ich weiß nicht. Warte, hier ist auch ein Gegner unter uns irgendwo. Ja, warte, ich mach das. User left your channel. Ich seh ihn. Wo ist er? User joined your channel. Ganz links um die Ecke. Ja, ich sehe es. Ich mach den Jungs. Er macht den weg. Der ist hier gar nicht mehr. Was verarscht du mich hier? Hol mir den. Nee, ich hol mir den. Ich bin behindert. Jetzt habt ihr ihn. Mir ist das egal, ich bin ausgeweitet. Ich bin wieder da. Habt ihr ihn? Ja, ich hab ihn. Ich bin rausgesprungen, getötet. Ey, was ist denn? Ja, ich geh ins nächste Haus. Markiert mal bitte die Häuser. Brauch ja ein bisschen länger, ne? Alter. User left your channel. User joined your channel. Ja, lächerlich. Aus. Ja, der Spot ist natürlich umgekommen, Digga. Nicht rein hier, das ist ein Premium-Spot. Oh. Wo ist denn Flex? Bin schon weiter. Nur Flex weg. Digga. Ich. Ach, Mann. Gibt's irgendwie eine Treppe rechts? Also, ich glaube, bis zum roten. Ja.
Kommt man da rein? Nö. Ja, komm an. Hinten rechts aus dem Fenster. Achtung, Impf lebt da vorne noch. Ja, scheiße. User left your channel. Hallo? User joined Hilfe! Your channel. Ja, die sind hier überall da vorne. Ja, raus. Ja, jetzt soll ich mal, ich bin eine wandernde Leiche, Mann. Ich kann nicht rennen. Komm rein. Ja, hast du Smokes? Die bringen nichts bei den Spielern. Mein Gott, der guckt mir den Kopf durch. Junge. Ja, Statiker, wenn du einmal rausschießt, krieg ich einen Anfall. Also, wenn wir jetzt geradeaus hier rausgucken, sind da mindestens zwei Briten, die leben. Oh Gott. Nein! Du bist so viel zu jung zum Sterben. Oh Gott, Hilfe! Du backst bei mir, Born! Oh, ich hab dich, Hitze. User left your channel. User joined your channel. User disconnected hey, from hallo, your channel. Panzer. Ich nur so tun, ob sie so schwer sind.
Hilfe! Oh Gott, ja? Was? Ja. Bin oben. Ich bin oben. Alter. Was war das jetzt? Ja, bin oben. Bin oben. Ballerst du, oder was? Ja. Bist du da hochgekommen? Durch die Treppe. Ist absolut gegen die Genfer Konvention, was wir hier machen, ey. Ah, ich möchte hier weiter vorwärts, hier Punk, mir passiert schon nichts. Na, Born, wie läuft's? Das ist unser. Das ist unser Mann. Alter, wer ist er? Jo, wer ist er denn? User left your channel. User joined your channel. Hallo? User left your channel. User joined your channel.
User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Ja, weiter sichern. Weiter. Ja. Moment, fahrt mal, macht mal weiter, ich skippe ein bisschen. Zügig. Dann habe ich es nach rechts. Jetzt muss ich manövrieren, müssen dann wieder Zeit gespart. Und wir sind weiter unseren vierten Planeten. So, hallo. Was macht ihr jetzt? Wir wollten jetzt das Quatsch was zerstören. Was soll den was? Flex? Ja. Hab ich Erlaubnis, um auf Funker umzurüsten? Nein. Abgelehnt. Weiter sichern, Schmidt. Ja. Also, was wollt ihr jetzt machen? Ja, systematisch Schleuder zerstören. Was? Systematisch Schleuder zerstören. Ah, okay, ja, sagt das. Systematisch was jetzt. Dings. Wenn da hast du Funkräder drücken. Was? Hast du Funkräder drücken? Nein. Bräuchte nämlich aber zur Information, wo ihr seid. Ich weiß nicht. Ich brauche nicht aber zur Information, wo ihr seid. Ich will kein Haus nicht springen, wo ihr drin seid. Ja, guck. Und ich brauche Informationen über Pack und Panzer. Ja, also wir haben. Also, ja, weil nicht. Du musst halt einfach gucken, was da drin ist, denn das. Ja. Ne? Solltet ihr ja eigentlich hinkriegen. Sonst guckt auf die Karte, was grün ist und was nicht, ne? Und orientiert euch eigentlich daran, aber. Hart? User left your channel. Ja. Abgestürzt User joined your channel. Bist du jetzt hier? Ich bin nicht abgestürzt. Ich habe mich wieder zur Front verlegen lassen, nachdem ich hier keine Sinnhaftigkeit mehr sehe. Okay. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ist jetzt nicht böse gemeint, ich weiß halt nicht, wo ihr seid. Und dann bringt es mir halt nichts. Und ich bin wieder dicht, danke. Ja. Wir haben jetzt wirklich. Dann dachte ich halt. Guck mal. Dass ich euch vielleicht jetzt besser wieder schon der Front aus unterstützen kann. Also, wir sind momentan dabei, halt alle Häuser zu erobern, ne? Was man eigentlich auch nichts damit macht. Wir haben, wie du auf die Karte guckst, haben wir jetzt. Ja, erstmal den Anfang der Stadt erstmal gesichert. Ja. Gut. Warte mal, sind das da vorne unsere Soldaten? Die waren bei Schmidt. Mal kurz eben eine bessere Uniform an. Ja, das zieh dir an, was du willst. Ich. Oh Mann. Kannst du mal. Hallo, Karte.
Hey. Das habe ich aber auch erst später gesehen, als ich dann. Lauft ihr beide zusammen? User und, left your channel. Ich gucke mal, wo die anderen sind. User joined your channel. Ja, kann ich machen. Dann schließe ich mir stehen an. So, dann lass mal meine Brille wieder runter, ist ja hässlich. Hopp, okay. Hallo? 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 Irgendwer hier? Morgen? Na, hier. Nee, das ist vielleicht bloß morgen hin. Nee, die sichern jetzt zusammen mit HC sind da drüben. Die sichern und wir zu dritt sichern dann. Okay. Okay, wo gehen wir jetzt hin, Dex? Wollen wir nach ganz rechts gehen? Ja, ja, das. Aber dann das hinten nochmal rum. Ja, weil, ich weiß, ich wurde schon geschossen. Da ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Sniper. Auf jeden Fall ein K98 Schütze. K98? User left your channel. Ja. User joined your channel. Junge, Junge. So. Die beste Büsen. Ja, bestimmt! Dex wurde getroffen. Junge, bestimmt! Stopp! Ja, der hat nur einen Schuss abbekommen, das ist ein Kratzer. Nichts weiteres. Ich helfe dir beim Arm. Jo, weil das echt scheiß Verbände sind, die wir haben. Also die sind nicht für die Wunden geeignet. Überhaupt nicht. Er ist so. Jo. Hat etwas gefunden. Er sollte gleich wieder aufstehen, denke ich mal. Warum wollte er nicht zu machen? HLW? Nee, 120er. Der sollte gleich aufstehen. Ich zieh nochmal ein kleines bisschen nach hinten, okay? Ja, mach. Guck, wo der geschossen hat, der Typ. Warte mal, wir sind hier rüber gesprungen und der hat ihn direkt einen Armschuss gegeben. Wenn ich ehrlich bin, das sah ein bisschen danach aus, wie jetzt wäre der Feind entweder vor oder hinter uns. Nee. Einer von den beiden. Guck kurz. Der Puls. User left your channel. Drück in der 500er rein, wenn es weitergeht. User joined your channel. Ja, da geht man uns, okay. So, eine 500 rein, auch wenn es nicht nötig ist. Aber Ace spackt sowieso gerade wieder rum, deswegen muss ich irgendwas machen, sonst wird er nicht aufstehen. Aha. Der wird erst auf den, wenn er kein Blut verlassen hat. Weil gerade Ace rumspackt. Junge, der hat bei 5 Nanometer verfehlt. Hat er dich gesehen aus? Was sag ich dir aber? Kurz überprüfen. 114er Puls. Da liegt einer down von uns. Da liegt also, down von dass uns. Wir ihn tragen. Da liegen welche down von uns. Was? Ich glaube, es sind welche von uns, oder? Die da drüben. Der haben den Ding verdient. User left your channel. User joined your channel. Jo, ich bin auch wieder dabei. Ja, ganz komisch. Er hat mich hier durch die Wand erschossen. Ja, das war der. Soll ich dir Morphin geben oder willst du nicht? Nee. Ich bin stark geschmissen. Und wo schießt der Typ, die Frage? Warte mal kurz, gleich muss ich schon. Ich weiß schon, der steht da hinten auf der Straße.
wahrscheinlich die Enfield-Shit danach. Muss ja. Wollen wir rein? Nee. Ich lass dich lieber vor, bin Sunny. Ja, mach mal. Gott, im Himmel hab ich mich erschreckt. Da liegt noch einer hinten, Leute. Ich kann warten. Wo? Wo? Tot, tot, tot. Er ist tot. Hier hat er sich weggesetzt, wahrscheinlich. Nee. Was war das? Ja. Ich mach auf. Er ist mir bewusstlos. Oh, ich Junge. So, auf, der kann gucken, ob ich nicht mehr Bock hat. Weiter. Ich geh hoch. Aber ich geh auch. Sterner, sich zoom unten ab, dass keiner hochkommt. Ja. Oh Mann, Harz. Oh Gott. Ja, hier, der ist. Ja, das ist down. Markier. Markier Suplex. Hier. Ja, ab ins nächste. Ich glaube, Harz hat keinen Bock mehr. Ich geh nach oben. Irgendwer kann schon nach unten gehen. Unter. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht's euch gut? Ja. Wir haben einen hier unten ausgeschaltet. Wie sieht's um aus? Ja, noch nicht ganz. Ich hab Bescheid, wir warten nur noch auf dich. Jo. Ist. Okay, dann markieren, wir warten. Dann hab. Wir warten auf 100 Sekunden. Hey, guck mal, ist da vorne jemand bei einem der Haus bei uns? Jo, können weiter. Nee. Oh, morgen ist tot. Ich geh jetzt down. Ich geh in der Mitte. Das war nicht unser. Das war zu leise. Hm? Oben ist sicher. Na, ich hab schon markiert. Ja, aber ich mag die Ausdauer so jetzt um. User left your channel. User joined your channel. Warte, ganz vorgehen. User disconnected from your channel. Komm hier rein, ich glaub nicht. Ne, kannst blockieren. Ich mach zu, also ich mach gesichert. Oh Gott, Achtung! Schuss, schuss, schuss. User joined your channel. Kaputt. Warte. Er lebt noch. Ja. Also wenn ich Platz, wenn der abgeschossen ist, gedrückt, warte. Irgendjemand Wasser dabei oder so, meine Hautlage geht die ganze Zeit runter. Nein. Sieht sicher aus, oder? Ist sicher, ja. Wir waren drauf, Jack. Was meint ihr, fährt das Half-Track noch? Nee. Warte mal, Steiner. Hilfe? Ja, wir wollten taktisch vorgehen. Wir wollen taktisch vorgehen. Guck du nicht links? Ich guck links, du bist rechts. Nein, ja, an der Seite. Oh, wir haben Spawns genommen. Ja, ja, da und alles sicher. Angeschossen, angeschossen. Die sind auf der anderen Seite vorgerückt.
Ja, was macht unser Panzer da? Soll ich jetzt nicht vor Infanteristen da ins Hemd scheißen? Ich weiß auch nicht, Digga. Ich hab noch keinen von denen mit einer Panzerfaust gesehen, das ist das Ding. Bist du getroffen worden? Ja, ja, ich bin hier hochgelaufen, ich bin zurückgelaufen, ich glaube, wir waren in den, in ihr Hals geschossen. Ja. Stein, komm, ja. Wir gehen weiter, ne? Wir haben jetzt ein Morphin gespritzt. Ja. Wenn ich bei. Das kann lange dauern, weil ich, mir verschummt alles hier. Bist du hoch, ich guck dir unten? Ja, ich bin nur oben. Oben auch. Ja. Die Panzerprobe hat das aber auch nicht markiert, dass da Minen liegen. Hätten die ja mal freundlicherweise sagen können. Hilfe, ich bugge im Haus. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das sind auf jeden Fall nicht so wie in Battlefield 5. Oder in Battlefield 1. Ey, ich brauche ein Fahrzeug. Ich komme nicht drauf klar, ich brauche hier ein Fahrzeug. Also. Und dieser Drecksschütze, wo ist. Ja, jetzt komme ich aber auch nicht mehr hier vorbei. Oh, da ist lila Rauch. Morgen, du bist so dick. Nee, kommst du. Nein, Spaß. Da war ich mir oder? Wo ist lila Rauch? Wo ist lila Rauch? Ja, Arzt hat gesagt, muss lila Rauch. Mitten in der Stadt, Mann. Weiter. Ja, wiegst du zu viel Flex oder? Hm? Zu nee, viel, das oder? Regeneriert nicht. Ja, ich weiß. Das ist nicht, soll ich mal auf den weiter, Tiger schießen? Wollen wir jetzt hier lang gehen? Moin. Mit. Seid was? Gegrüßt, niederes Volk. Ja, Schmidt! Wahrscheinlich niederes Volk. Ja, wo bin ich jetzt drauf? Du bist Passagier. Der hat immer die Kombat-Hocke. In Slave! Ich den Sitz wechseln, ich möchte schießen. Wir, kann man nicht schießen. Bug. Unsere Ausdauer regeneriert nicht mehr. Ja. Was ist? Unsere Ausdauer regeneriert nicht. Uff. Ja, die Ausdauer eigentlich voll hoch, Alter. Ja, aber so irgendwie... Na, bring das mal zurück. Moin. Zum Auspassen. Irgendwie bei uns sitzen da so, als würde er gleich hochschlägen und den Feind wegbomben. Oder Kevin, wohin soll ich fahren? Fahren jetzt zurück. Das Wenn ja, ich hab's erfolgreich geschafft, würde ich versuchen, die Stadt zu erobern. Wir machen das Endbriefing auf dem Panzer. Wenn wir alles dann bombardiert haben. 5000 Panzer abbekommen haben. 5000? Ich hab abgezählt. Shit. Wir haben 2 Stunden und 15 Minuten gespielt. Ach, papplapapp. Und die 30 Minuten waren die unmittelbarsten meines Lebens, die anfänglichen. Oh Mann. Pass auf, wir waren auf einmal Minen, oder nicht? Ja, war. Mine. Also, die sagen, hat Moritz schon erfolgreich alle kaputt gefahren. Ja, ja, ich hab die letzte Mine habe ich mit dem SD-Kfz erwischt. Also das. Kevin, das sieht kein Diebe, ich weiß nicht, wo ich meine Diebe platziert habe. Ich wollte, dass du die Stadt fährst. Also Brecht, irgendwie habe ich mich verarscht gefühlt von dir. Wieso? Weil ich immer Leute wieder belebt habe? Ja, ich bin da machen auf MBA wieder da. Ich würde so alles wieder weiß bei denen ist auch nehmen. Und jedes Mal. Ich habe mir heute gar nicht.